Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Shailene Woodley und ihr Verlobter Aaron Rodgers sich getrennt haben. Jetzt scheinen sie einander allerdings wieder näher zu kommen. Vor weniger als zwei Wochen wurde bekannt, dass sich Shailene Woodley, 30, und Footballspieler Aaron Rodgers, 38, etwa ein Jahr nach ihrer Verlobung getrennt haben sollen. Doch vor kurzem wurde das Paar gemeinsam gesichtet. Nun sollen die Schauspielerin und der Sportler in Betracht ziehen, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben. Shailene Woodley plus Aaron Rodgers, Versöhnung in Sicht. Nur wenige Tage nach ihrer angeblichen Trennung wurden Shailene Woodley und Aaron Rodgers am 22. Februar 2022 zusammen in Los Angeles gesichtet. Sie hätten in einem Café zusammen gefrühstückt, wie eine Quelle gegenüber E! News verriet. Noch am gleichen Tag war der Footballspieler in der Pat McAfee Show zu Gast und schwärmte von Shailene. Sie ist eine unglaubliche Frau, talentiert, klug, freundlich, sagt er in der Webserie. Sie hat mir beigebracht, wie bedingungslose Liebe aussieht. Das ist ein großes Geschenk. Einen solchen Partner zu haben, macht das Leben so viel angenehmer, doch damit nicht genug. Jetzt verrät eine Quelle gegenüber US Weekly, dass die beiden einander wieder näher kommen. Momentan würden sie über ihre Beziehung sprechen und versuchen, Probleme zu klären. Ihre Liebe füreinander ist nie erloschen, sagt die Quelle. Shailene ist verständnisvoll und offen, sonst hätte sie nie zugestimmt, sich mit ihm zu treffen, womit sich der Insider auf das Frühstücksdate bezieht. Die Schauspielerin und der Quarterback der Green Bay Packers wollen nun angeblich herausfinden, ob ihre Beziehung noch eine Chance hat. Das war der Grund für die Trennung. Zu dem Liebeshaus soll es vor allem gekommen sein, weil Aaron zu sehr auf seine Karriere fokussiert war. Shailene unterstützt zwar Aarons Karriere, aber für ihn stand Football an erster Stelle und sie verbrachten kaum Zeit miteinander, sagte ein Insider gegenüber der US-amerikanischen In Touch. Sie hatte das Gefühl, dass er ihre Beziehung vernachlässigt. Keiner von beiden war glücklich.